Herzlich willkommen zu dem ersten Shampoo-Run in dieser Let's Test-Serie. Es ist, soweit ich weiß, auch das erste richtige Side-Scroller-Jump'n'Run von Nintendo. Das ist jetzt die NES-Version, die kam 1985 raus. Und es ist nun mal das bekannteste Spiel, was Nintendo je veröffentlicht hat. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Ich denke, ich muss erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Hier wäre eine Abkürzung gewesen, aber die nehme ich jetzt mal nicht. Okay, das war nicht beabsichtigt, aber hat geklappt. So. Das war sehr schlecht gemacht. Seltsame Steuerung irgendwie. Aber ich glaube, ich muss mich auch noch etwas einfinden. Hier wäre man dann rausgekommen, wenn man die Röhre genommen hätte. Und das war schon das erste Level. Oder der erste Level. Und jetzt geht's weiter mit Welt oder mit Level 2. Dem bekannten Untergrundlevel. Mit der zugehörigen bekannten Untergrundmusik. Okay, der Pilz war, glaube ich, hier drin. Yep. Ich werde jetzt keine Abkürzungen nehmen oder Warpstones. Ich werde einfach nur... Na okay, das war mir jetzt zu riskant. Zack. Ja, hier geht's lang. Das ist schon mal gut. Das ist eine Blume. An die ich anscheinend nicht rankomme. Doch, doch, ich komme ran. Es ist ungewohnt, mit A zu springen eigentlich. Man ist ja jetzt eher gewohnt, dass man mit B springt und mit Y rennt. So. Oh, das war knapp. Oh, was ist das denn, die Steuerung ist? Wow. Hier oben müsste man hochspringen, wenn man in die zur Warp Zone will. Aber die ignoriere ich jetzt mal. Zack. Perfekt. Und schon ist Level 2 abgehakt. Und jetzt bin ich in diesem Level und falle runter. Okay, das war echt peinlich. Okay, die Gumbas warte ich lieber erstmal ab. War hier nicht sogar ein Pilz drin? Yep. Okay, das war nicht schlecht gemacht. Und das ist, glaube ich, schon das Ziel, soweit ich weiß. Yep. So, und jetzt geht's zur ersten Castle. Mit der tollen Musik. Okay, ich versuche mir jetzt... Ah, was? Das war echt schlecht gemacht. Ich will aber nicht Game Over gehen, also. Das wäre schon echt tragisch. Gut. Ich warte lieber nochmal den einen Dreh ab. Hier muss ich aufpassen, hier kommt, glaube ich, jetzt Gumbas angelaufen. Zumindest weiter. Okay, nein, es kommen keine Gumbas angelaufen. Ich spiele ziemlich riskant, fällt mir auf.
Okay, ich will jetzt nicht failen. Gut. Welt 1 wird dann abgehakt. Hier ist leider nicht die Prinzessin, hier ist nur Toad. Die Prinzessin werde ich auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht retten können. Ich meine, ich habe sie auch schon oft genug gerettet. Ich glaube, der Block geht kaputt, wenn man ranspringt, aber ich weiß es natürlich nicht ganz genau. Jetzt kommt der Typ. Ah, ich hatte jetzt wirklich Angst, in den Tod zu fallen. Ja, man sieht vielleicht, wenn man sich an die Röhren ranstellt, dann kommt keine Piranha-Pflanze raus. Wobei das eigentlich in jedem Spiel so ist, soweit ich weiß. Die Situation schien aussichtslos, aber ich habe mich tatsächlich noch gerettet. Okay. Ach, jetzt habe ich... Na egal. Gut. Zum Glück gab es kein Game Over. Aber jetzt hier mit dem letzten Leben rumzulaufen, das ist schon riskant. Ach, und jetzt gibt es das Wasser und erste Unterwasserlevel. So, die Blooper sind... Ich schwimme immer dahin, wo man ist. Es ist eigentlich deutlich besser, unter ihnen durchzuschwimmen, weil die nicht so schnell nach unten können, wie sie hoch können. Wie man sieht. Okay. Das läuft bisher ganz gut. Außer die Fails am Anfang. Ah, was war das denn? Das war schlecht. Aber soweit ich weiß, ist das Level gleich zu Ende. Hier ist schon der Ausgang. Gut. Wenn man von hier an aufnimmt, schaffen wir es, glaube ich. Nee. Man muss von hier an aufnehmen. Hier, 5000 Punkte. Leider gibt es hier kein Leben, das wäre echt. Das würde es wirklich um einiges einfacher machen. Ach, jetzt kommt das Level mit den Cheap Cheeps. Das ist nicht einfach, muss ich gestehen. Ah, ich dachte, es wäre vorbei gewesen. Okay. Das wäre natürlich auch gemein, wenn der meinen Sprung so abfedert, dass ich dann voran. Also, ein Abgrund voll. Nein, wie peinlich! Nächster Versuch. Ich habe eine Idee, dann nehme ich diesmal die Abkürzung. Also in Level 2. Stimmt, in Level 1 gibt es ja auch eine Abkürzung, dann nehme ich die jetzt auch. So, dann nehme ich die kurz. Geht's nämlich unten rein und da gibt es ein Secret. Mehr oder weniger. Ach nee, man kommt hier raus. Aber in irgendeinem anderen Spiel war das so, dass man aus dieser Röhre rauskommt. Also in irgendeinem Remake oder so. Kommt man aus der Röhre. Bin ich mir ziemlich sicher. So, okay. Jetzt geht's wieder in das Untergrundlevel. Ist halt schade, dass man sich irgendwie vor dem Level speichert.
Diesmal beeile ich mich ein bisschen mehr. So. Wenn man hier schnell ist, dann trifft er einen, glaube ich. Deswegen warte ich da lieber ab. Okay, leider habe ich die Pflanze nicht erwischt. Ist aber auch egal. Solange ich nicht in den Abgrund falle oder so, irgend sowas. Ich hoffe, das schneide ich raus. Zack. So, hoffentlich fail ich jetzt nicht. Ich hätte vorher üben sollen. Das muss ich zugeben. Okay. So, hier ist die Warp Zone. Da gehe ich mal in Welt 3. In Welt 4 Untergrundlevel gibt es ja auch eine Abkürzung, aber ich wollte jetzt nicht ganz so viel auslassen. Aber ich hatte jetzt auch keine Lust, nochmal Welt 2 zu machen. Auch wenn ich die nur zur Hälfte geschafft habe, aber egal. So, der muss jetzt. Gut. Ich bin auf jeden Fall kein Speedrunner oder sowas. Das sollte man erkennen. Ah, nein! Komm bitte, bitte, bitte! Diese Hammerbrüder. Die sind in dem Spiel. In dem Spiel sind die wirklich der Tod. Okay, das war schlecht gemacht. Nein, gib mir einen Pilz. Perfekt. Hier kann man kann man hier Leben farmen? Ich weiß es nicht, aber man kann auf jeden Fall irgendwie im Spiel so ungefähr Leben farmen, indem man die ganze Zeit auf der Schildkröte rumhüpft. Das kann auch in der Austausch-Version gewesen sein. Aber es geht auf jeden Fall in irgendeiner Version. Zack. So, was soll das jetzt bedeuten? Dieser einzelne Block. Das war jetzt nicht meine Absicht. Toll, wie mache ich das? Okay, gut. Hilfe. Den Stern hole ich mir kurz ab. Wobei es riskant ist, dass man dann. Okay, hier hätte ich massig Leben bekommen können. Hier glaube ich. Ne, hier. Hier hätte ich kein Leben bekommen können, okay. Aber hätte ich da hinten so einen Cooper-Panzer geworfen, hätte ich Leben bekommen können. Ah, sehr bitter. Ich glaube, ich gehe langsam etwas zu riskant an diese Sache ran. Ich sollte mir wieder mehr Mühe geben. So, jetzt bin ich hier und es geht ab zu Welt 4. Und das hat sich nur zufällig gereimt. Ach, Welt 4 ist doch die mit Lakito, genau. Ich dachte schon, ich wäre tot, aber ich hab's gerettet. Hier ist man, glaube ich, am besten dran, wenn man schnell durchrennt. Zumindest, wenn man das hinbekommt. Ah. Nein! Nein, was? Das war sehr schlecht. Ich wollte unbedingt diesen Pilz haben, der das ist. Gut, genau den wollte ich haben.
Das war's schon. Zack. Ja, ich fail ziemlich dumm eigentlich meistens. Aber das kann ich nicht ändern. Und nächstes Untergrundlevel. Oder ist es ein Unterwasserlevel? Ne, ist ein Untergrundlevel. Yep. Hier ist ja der die Abkürzung in Welt 8. Oder nach Welt 8, keine Ahnung. Hier ist auch ein Item. Hier sind Goombas, die ich auf jeden Fall besiege. Weil die ziemlich gefährlich werden können. Und genau hier ist die Abkürzung zu Welt 8. Dafür muss man hier hin. Dann das hier zerstören. Hier würde es jetzt zu Welt 8 gehen. Werde ich aber nicht berücksichtigen. Weil Super Mario Bros. Wurde öfters mal remaked. Und ich hätte die Abkürzung nehmen sollen. Und da kann ich das dann ja zeigen. Ich wollte hier eigentlich keine Abkürzungen nehmen, aber das hat sich dann ja so ergeben durch meine Fails. Ich nehme jetzt mal die Freiheit, das hier abzukürzen. Ich hätte da oben noch weiter abkürzen können, fällt mir gerade ein. Ich würde sagen, das war's jetzt. Ich kann jetzt, also ich kann es nochmal probieren, aber das wird sich jetzt nicht wirklich lohnen. Und dann bis zum nächsten Let's Test.